Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Im heutigen Video geht's um das Thema YouTube und wenn man damit anfangen möchte. Und ich möchte euch mal einfach mal so meine Erfahrung der letzten 8 Jahre mitgeben. Was sollte man beachten? Worauf sollte man sich konzentrieren? Wo sollte man die Prioritäten draufsetzen? Und vielleicht hilft euch das ja weiter, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, auch mal irgendwie YouTube-Creator zu werden und euch vielleicht lang, über kurz oder lang auch irgendwie selbstständig machen zu wollen. Ich fange vielleicht mit dem größten Problem an. In die Falle fallen viele Anfänger rein. Und zwar ist das, die passende Nische zu finden. Es ist momentan ja echt brutal, wie viele Leute mittlerweile YouTube machen, wie viele neue Videos da reinkommen und vor allem, wenn jetzt irgendwie das neue iPhone auf den Markt kommt, wie viele tausend Videos dazu gibt. Ja, und vor allem, wie viele Videos auch direkt nach dem Release kommen oder sowas. Ne? Und da muss man sich einfach überlegen, in welche Nische möchte man gehen. Hier sage ich gleich immer, je spezieller die Nische ist, ja, umso höher die Chance, dass ihr Erfolg haben werdet mit eurem Kanal. Mit Erfolg meine ich jetzt nicht, dass ihr 10 Millionen Abonnenten haben werdet und Millionen verdienen werdet, sondern dass ihr die passende Zielgruppe finden werdet. Also wenn ihr zum Beispiel euch sehr an Uhren interessiert zum Beispiel, ja, und ihr sagt, ich möchte mich rein auf das Uhrenthema konzentrieren, dann schaut einfach mal bei YouTube, wie viele YouTuber gibt es, die sich mit dem Thema Uhren speziell auseinandersetzen. Wie viele gibt es damit, die das zum Beispiel auf Deutsch machen? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Mache ich es auf Deutsch? Mache ich es auf Englisch? Als auf Englisch habt ihr immer den Vorteil, dass ihr die breite Masse der ganzen Welt ansteuern könnt. Wenn Englisch für euch ein Problem ist oder ihr es einfach nicht machen wollt, dann ist natürlich die Zielgruppe ein bisschen kleiner. Aber da solltet ihr immer darauf achten, wie ist der Markt bestückt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gern iPhones testen oder Apple-Produkte testen, dann könnt ihr das eigentlich schon Stand heute vergessen, weil es machen so viele Leute und da geht ihr einfach unter in der Menge. Und da müsst ihr einfach nur schauen, welche Nische wollt ihr reingehen und was sind vielleicht eure Alleinstellungsmerkmale? Ne? Macht ihr besonders super Fans? Vielleicht kommt ihr ja aus der Videoproduktion und könnt wirklich die Technik und so. Ich bin da ein fortgeschrittener Anfänger, mehr nicht. Aber vielleicht könnt ihr richtig super fancy Videos machen mit Übergängen und Effekten. Dann könnte das vielleicht werden, aber auch da ist die Messlatte sehr hoch und der Einstieg sehr schwierig. Also wie gesagt, wichtig ist, überlegt euch, was ihr machen wollt. Und wenn ihr die Nische gefunden habt, dann solltet ihr euch auch überlegen, was für eine Art von Videos ihr machen wollt. Möchte ich reine Produkttests machen? Mache ich vielleicht eher Tutorials, wie wechsle ich bei einer Uhr meine Batterie zum Beispiel? Oder möchte ich eher aktuelle Themen behandeln, zum Beispiel aktuelle News? Was gibt es für Neuigkeiten von Rolex und Co.? Also nur mal so als Beispiel. Und da müsst ihr euch auch immer Gedanken machen, was das für Auswirkungen haben könnte. Weil ich habe zum Beispiel sehr viele von meinen YouTube-Videos immer in Form von Tutorials oder Hilfen oder Tipps und Tricks aufgebaut, weil ich mir gesagt habe, okay, das Problem hat mich selber so lange beschäftigt und ich habe keine Lösung im Internet gefunden, das wird vielleicht andere Leute auch mit beschäftigen. Ja, mein erstes Nicht-Gaming-Video, das ich mal gemacht hatte, das war ja zu dem Thema Fritzboxen bei der 1&1, bei 1&1 und wie dieser Home-Server oder Home-Server Plus, wie sie alle heißen, was da die Unterschiede sind. Das war ein grottiges Video, aber das hat stand heute immer noch, glaube ich, über 50.000 oder 70.000 Aufrufe oder sowas, weil das die Leute beschäftigt hat. Ich habe damals auch keine Informationen gefunden, was ist der Unterschied zwischen dem Home-Server, der Home-Server Plus und so weiter. Und so Gedanken müsst ihr euch machen. Wenn ihr selber ein Problem hattet, an dem ihr lange geknabbert habt und keine Lösung gefunden habt, dann wird es vermutlich auch da draußen eine Menge Leute geben, die das gleiche Problem haben. Bestes Beispiel ist jetzt auch gerade mein Video zum Dyson-Staubsauger, wie man den Staubfilter wechselt, um das Saugproblem zu beseitigen. Haben jetzt, glaube ich, auch schon, glaube ich, 80.000 Leute angeschaut oder sowas. Also echt Wahnsinn, aber das solltet ihr im Hinterkopf behalten, weil gerade mit dem Thema Produkttests habt ihr nämlich das Problem, wenn ihr immer die neuesten Produkte testen wollt, dann müsst ihr wirklich einer von den ersten sein, weil sonst geht ihr wieder in der Menge unter und ihr müsst immer wieder nachliefern und ihr müsst euch wahrscheinlich auch die Produkte erstmal selber kaufen, weil ihr erstmal keine Sponsoren finden werdet. Also das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Da gibt es natürlich so Tutorials und Tipps und Tricks sind da einfacher, weil die nicht so kostenintensiv sind. Ja? Aber das gebe ich nur mal mit. Solltet ihr im Hinterkopf behalten. Punkt 2, was sehr wichtig ist, ist Prioritäten setzen bei der Hardware. Also gerade wenn ihr anfangt, habt ihr vermutlich erstmal ein limitiertes Budget und wollt nicht gleich für 5.000 Euro euch YouTube-Kamera, Lichter,
Mikrofone und sonst was kaufen. Ich habe mir das auch über die letzten 8 Jahre immer peu à peu so langsam dazu gekauft. Da muss ich auch sagen, die meisten von euch haben ein Smartphone, wahrscheinlich ein relativ gutes Smartphone, und das reicht für den Anfang vollkommen erstmal aus als Kamera und auch teilweise auch als Mikrofon. Und da solltet ihr in meinen Augen immer erstmal auf das Thema Lichtprioritäten setzen. Das ist sehr stark davon abhängig, wo ihr aufnehmen wollt. Ich bin jetzt hier im Keller, hier ist Licht nochmal umso wichtiger. Aber da solltet ihr schauen, wie weit ihr vielleicht gescheite Lichter zu Hause habt, die ihr verwenden könnt, ohne dass ihr extra Scheinwerfer kaufen müsst. Oder ob es auch günstige Alternativen gibt. Also ich habe jetzt gerade hier einen Godox-Scheinwerfer, der ist relativ groß. Durch, sag mal, der ist so semi-professionell, der kostet aber auch keine 1000 Euro oder sowas. Ja? Und hier habe ich ja auch noch so ein LED-Licht. Das hat mich auch nur 40, 50 Euro gekostet. Mit gutem Licht könnt ihr schon sehr viel rausholen, unabhängig davon, wie die Kamera ist. Und direkt nach dem Licht würde ich eigentlich sagen, seht zu, dass ihr ein gescheites Mikrofon bekommt. Ich benutze jetzt hier gerade so mein Rode Lavalier-Mikrofon. Das ist für mich so am flexibelsten. Es gibt aber natürlich auch so Shotgun-Mikrofone und was es nicht alles gibt. Kondenser-Mikrofone, die auf dem Tisch stehen und weiß nicht was. Ich habe hier oben solche, das seht ihr nicht, habe ich auch noch ein zweites Mikrofon. Das lasse ich normalerweise mal mitlaufen. Das ist ein Rode NTG. Das lasse ich mitlaufen bei meinen Unboxing-Videos, weil hier oben noch die andere Kamera ist. Dann habe ich immer quasi so eine Sicherheitstonspur, falls mal das Rode mal wieder nicht aufgenommen hat. Also da solltet ihr investieren, aber auch da müsst ihr keine 1000 Euro Mikrofone haben. Also wie gesagt, Rode Wireless Go, die erste Generation kriegt ihr mittlerweile für 100 Euro. Wenn ihr ein Lavalier-Mikrofon, also mit Kabel habt oder sowas, dann zahlt ihr dann teilweise 30, 40 Euro. Das reicht vollkommen aus für ein gutes Mikrofon. Ja, und das könnt ihr dann an euer Smartphone stöpseln oder an eure Kamera, was auch immer. Und das wertet das Video ungemein auf, weil ihr kennt es ja selber, wenn ihr Videos schaut, wenn das Bild erstmal komisch ist und dann der Ton auch noch mies ist, dann klickt man da weg, egal wie der Inhalt ist. Ja, und wie gesagt, guckt euch meine alten Videos an. Ich habe da teilweise mit einem Camcorder, mit meinem iPhone, Smartphone aufgenommen. Also es ist mit der Zeit immer besser geworden. Jetzt benutze ich mittlerweile eine Canon M6 MK2. Die kostet auch nur so, was kostet der Body? 500, 600 Euro. Da habe ich jetzt noch eine Sigma-Linse drauf, bin ich bei 1000 Euro. Das habe ich jetzt mir aber nach 8 Jahren langsam so zusammengekauft. Letztens habe ich mir mal das Sigma-Objektiv hier oben, 18-35 geholt. Braucht man auch nicht unbedingt, ist aber für mich sehr bequem, kostet aber auch 700 Euro. Das braucht ihr für den Anfang auf keinen Fall. Ich habe eine Zeit lang auch in meinem iPad einfach aufgenommen, mit dem ich jetzt momentan Videos schneide. Und das ist der nächste und der letzte Punkt bei der Hardware-Thematik. Ihr müsst ja auch euch überlegen, wie schneidet ihr das am besten zusammen. Und ihr wollt es eigentlich nicht auf eurem iPhone machen. Und gerade wenn ihr 4K-Inhalte schneidet, dann ist der normale PC da schnell an seiner Grenze. Und da kann ich eigentlich jedem empfehlen, holt euch ein iPad Pro. Es muss nicht mal die neueste Generation sein. Aber die Dinger sind so performant, dass man damit problemlos alles, also ich schneide mit LumaFusion schon seit einiger Zeit, und ihr könnt damit alles problemlos schneiden. Und ihr habt All-In. Ne? Ihr habt ja auch noch eine gescheite Kamera da drin. Ihr könnt bei den neuesten Generationen von iPads könnt ihr auch die Mikrofone durchaus benutzen für eure Videos. Also das ist so die eierlegende Wollmilchsau, die ich euch raten würde. Im Zweifel macht es aber auch ein normales iMovie oder sowas. Also ihr müsst nicht unbedingt das iPad Pro haben. Ihr müsst halt immer dann schauen, dann 4K-Inhalte sind immer so das Hauptproblem. Solange ihr Full HD aufnehmt, dann schaffen das eigentlich auch die meisten Rechner oder sowas. Aber da solltet ihr nicht zu viel investieren in irgendwie an einen Coding-Rechner oder einen MacBook Pro mit keine Ahnung was, weil es damit alles, das kostet wieder ein paar tausend Euro und das braucht auch kein Mensch eigentlich. Soviel zum Thema Hardware. Ein weiteres Thema ist, ihr müsst versuchen zu verstehen, wie YouTube funktioniert. Also ich meine, es gibt keine Universallösung, wie der Algorithmus von YouTube funktioniert. Ich verstehe es bis heute manchmal noch nicht so ganz. Ich habe aber so ein gewisses Gefühl bekommen. Und bei YouTube ist natürlich immer sehr wichtig, wie lange bleiben die Leute auf deinem Video. Ja, und da gibt es, keine Ahnung, 15 oder 20 Merkmale angeblich oder sowas. Aber ich glaube, das ist so der erste Indikator. Und da gebe ich euch den Hinweis, macht anfangs erstmal kurze Videos. Weil wenn ihr erstmal habt ihr einen tierischen Aufwand, wenn ihr in 10 Minuten oder 20 Minuten Video macht, wenn ihr seid ihr enttäuscht, weil nur 10 Leute das gucken, was halt passieren kann, wenn ihr noch keine Abonnenten habt und noch relativ neu seid. Und zusätzlich ist noch das Problem, dass ihr habt ein 10 Minuten Video, euer Ton ist vielleicht schlecht und die Leute schalten nach 2 Minuten schon ab. Und dann sieht es so aus, okay, nach 20% vom Video schalten die Leute ab, also es scheint uninteressant zu sein. Da sage ich gleich, macht lieber kurze, knackige Videos. Wenn ihr es kurz machen wollt, schreibt euch ein Skript oder Hinweise und versucht es nicht freischnauze zu machen, weil ich sehe das immer bei Freischnauze-Videos, die werden nochmal doppelt so lang wie geskriptete Videos oder so. Probiert es einfach mal aus und dann seht ihr einfach, okay, das funktioniert nicht.
Also Google bietet ja auf seiner YouTube-Plattform da diverse Möglichkeiten, seine ganzen Sachen, also Informationen auszuwerten. Und ich kann euch nur nahelegen, guckt da immer wieder rein. Guckt, welche Videos sind gut gelaufen, welche Videos sind schlecht gelaufen. Und ihr könnt ja auch in diesen Videos sehen, also in dem Google Analytics sehen, im YouTube-Studio, wann die Leute oder wann ein Großteil der Zuschauer abgeschaltet haben. Das kann zum Beispiel sein, weil ich 10 Sekunden hintereinander gemacht habe oder sowas. Oder weil da auf einmal das Bild schlecht war oder der Ton kurz weg war oder sonst irgendwas. Es gibt verschiedene Indikatoren, warum die Leute abgeschaltet haben. Oder wurde es auf einmal langweilig? Oder habe ich irgendwas gezeigt, was vollkommen uninteressant war? Keine Ahnung. Aber YouTube Studio hilft euch da immer mal reinzugucken und auch Schlüsse daraus zu ziehen, warum etwas gut oder schlecht funktioniert hat. Und ihr seht dann zum Beispiel auch häufig, kriegt ihr den Hinweis, welche andere Kanäle haben meine Videos empfohlen oder was für andere Quellen, wurde zum Beispiel mein Video vielleicht auf einer anderen Seite verlinkt oder sowas oder sind die Leute primär über die Google-Suche draufgekommen und. Also schaut in die Analytics, ihr werdet damit sehr viel Zeit mit verbringen und ihr solltet auch sehr viel Zeit mit verbringen, um einfach rauszufinden, was gut läuft für eure Zuschauer und was schlecht läuft und worauf ihr achten solltet und was ihr getrost vergessen lassen könnt. Weil gerade zum Beispiel das Thema Thumbnails ist auch so ein Thema. Thumbnails können sehr wichtig sein, je nachdem, was für eine Art von Videos ihr macht. Also gerade bei Produktvideos sind Thumbnails sehr wichtig, bei Tutorials vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, weil da lesen die Leute eher. Und da seht ihr zum Beispiel auch immer, wie oft die Leute auf eure Thumbnails geklickt haben. Das ist auch mal so ein Indikator. Bei mir sind es momentan so, ich glaube, 8-9%. Also wenn mein irgendein YouTube-Video von mir angezeigt wird, habe ich so 8-9%, dass die Leute auch draufklicken oder sich dann doch lieber ein anderes Video anschauen. Ja, also das solltet ihr auf jeden Fall anschauen und das ist sehr wichtig, das wird euch sehr weiterhelfen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich gebe da gerne noch weiteres Input dazu. Ja, und last but not least, das letzte Thema. Ihr solltet bei dieser ganzen Geschichte immer Spaß haben. Wenn ihr das mit einem gewissen Druck macht und einer Erwartungshaltung und gestresst seid und sowas, dann merken die Zuschauer das und dann haben die auch keinen Bock drauf. Ja, oder wenn du dann dir das 10. Produkt von irgendeinem China-Hersteller schicken lässt, auf das du eigentlich keine Lust hast, ja, dann test das nicht, weil die Leute merken das und du verlierst einfach an Glaubwürdigkeit. Und irgendwann sagen sie, ja, sorry, aber der Buhler von Buhlerland, der testet jeden Scheiß und der findet alles super toll. Mache ich nicht. Ich sag auch bei Haufenweisen, also bei 90% der Anfragen sage ich nö. Und ich sage auch häufig, dass die Dinger Mist sind, wenn sie Mist sind. Ne? Also insofern, ich sage das eigentlich immer, nicht nur häufig, wenn die Mist sind, sind die Mist. Und da solltet ihr schauen, gerade wenn ihr eine Community aufbauen wollt, ne, und eine spezielle Nische habt, dann seht zu, dass ihr authentisch seid und nicht euer Standing und eure Reichweite verkauft. Weil dann geht es schnell so weit, dass sie sagen, ja, sorry, der für den gewissen Preis sagt er alles. Ja? Und gerade wenn ihr jetzt irgendeinen Mist promoten müsst und die sagen, ja, ich krieg 1.000 Euro, dann hört es sich erstmal toll an, super, ich krieg 1.000 Euro. Aber wenn du dann dadurch deine Hauptzuschauer vergrätzt, dann merkst du schnell, ja, war es das wirklich wert? Und das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und unter dem Gesichtspunkt, es gibt viele Leute, die benehmen sich sehr gut auf YouTube und die geben auch durchaus positives Feedback und die bedanken sich auch für die Zeit, die man da investiert. Das vergessen die Leute ja, dass es auch Zeit ist, die wir investieren, ne, um euch zum Beispiel weiterzuhelfen. Ne? Nicht wir alle verdienen nicht alle eine Million und trotzdem ist es sehr zeitintensiv, was die Leute halt von ihrer Freizeit abschneiden oder sowas. Ja? Und das vergessen die Leute. Und es gibt aber auch sehr viele Leute, die meckern einfach wegen jedem Mist rum. Und die typischen Troller, die egal was man schreibt, immer erstmal einen Apple-Fanboy, einen Samsung-Hater, schönen Gruß Lemmy an der Stelle. Und ihr dürft euch davon nicht abschrecken lassen. Wenn die Leute euch nerven, dann löscht die Kommentare. Ich mach das nicht. Ich kommentiere das im Zweifel mit einem Smiley oder was auch immer. Hauptsache, du kannst mich mal, ist deine Meinung, schön für dich, ja. Ich bin immer offen für Meinung, ich bin immer offen für Diskussion, aber wenn ich merke, dass Leute einfach nur haten, des Haten-Willens oder einfach nur trollen und Sachen schlecht reden oder irgendeinen Mist machen und andere Leute beleidigen, dann muss man überlegen, wann man den Schlussstrich zieht oder nicht. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, das Internet ist voll von diesen, aber ihr müsst euch immer sagen, der Großteil der Menschen da draußen ist eben nicht so, sondern es ist meistens so eine kleine Anzahl, die versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich glaube, wenn ihr so diese Regeln so ein bisschen befolgt und da Schritt für Schritt versucht, besser zu werden. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich das vor 8 Jahren angefangen habe, weil
es hat mir in so vielen Sachen weitergeholfen, sei es was der Umgang mit Kameras, mit Technik, mit Videoschnitt und sowas, habe ich alle Skills, die ich nicht hatte, ja, habe ich mir Stück für Stück halt antrainiert. Und auch zum Beispiel das freie Reden vor der Kamera oder wenn ich in der Telco rede, das hat natürlich alles Vorteile. Wenn ich sonst vor 1000 Leuten oder vor 100.000 Leuten ein Video gemacht habe, dann ist man dann relativ entspannt, wenn man vielleicht dann doch mal eine Telco vor 10 Leuten hat oder sowas. Ja? Und ihr seht das einfach, ihr müsst es einfach so sehen, ihr macht es für euch, ihr macht es für eure Weiterentwicklung und wenn dann am Ende vom Tag da auch noch Geld rausspringt, dass ihr am Ende sogar davon leben könnt, super, warum nicht? Ne? Aber seid vorsichtig, bis ihr von YouTube leben könnt. Und ob ihr wirklich nur von YouTube leben wollt, müsst ihr für euch entscheiden, weil es kann natürlich sehr kritisch sein, wenn auf einmal euer YouTube-Account gesperrt wird. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht abbringen, fangt einfach an, probiert's aus und der Erfolg wird früher oder später eintreten. Bei mir hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, der YouTube-Kanal läuft erfolgreich. Bei manchen geht es ein bisschen schneller, aber das kommt einfach auf die Nische und die Produkte und die Art der Videos an, die ihr machen wollt. Und wenn ihr Comedy machen wollt, macht Comedy. Wenn ihr Wirtschaftsnachrichten machen wollt, Aktienthemen machen wollt, macht das, worauf ihr Bock habt. Aber seid euch einfach bewusst, wenn die Nische nicht schon besetzt ist, dann kann es schwierig werden. Und lasst euch davon nicht abschrecken. So, genug gebrabbelt. Ich gehe mir jetzt Mittagessen machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat weitergeholfen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und bis die Tage. Macht's gut. Ach, bevor ich es vergesse, vergesst nicht mein Gewinnspiel, das gerade am Laufen ist. Guckt einfach auf meinem YouTube-Kanal. Und das läuft noch bis zum 17. Viel Erfolg. Bis dann. Ciao, ciao.